mit 140 Stundenkilometer über die Welt rasen. Und das in der Ich-Perspektive. Genau das macht die neue DJI-Drohne FPV möglich. Wir haben das atemberaubende Flugerlebnis für dich getestet. FPV steht für First Person View. Dafür bekommst du zusammen mit der Drohne eine spezielle FPV-Brille. Sobald die Drohne abhebt, siehst du darauf dann das Live-Kamerabild. Und schon kann die Flug-Action losgehen. Die Steuerung funktioniert entweder über einen klassischen Controller oder über einen Motion Controller. Dieser pistolenähnliche Griff registriert deine Handbewegungen und bewegt die Drohne im gleichen Moment. Drückst du das Gaspedal, saust die DJI mit einer Höchstgeschwindigkeit von 140 Stundenkilometern über die Erde. Die Beschleunigung ist dabei enorm. Da bleibt einem schon mal der Atem weg. Unangenehm ist die Ich-Perspektive aber nicht. Sie wirkt wie eine Flugaufnahme im Kino. Aber Achtung, da deine Sicht durch die Brille begrenzt ist, solltest du aus Sicherheitsgründen immer mit einer Begleitperson fliegen. Die kann dann die Drohne im Auge behalten. Im Normalmodus fliegt die DJI aber sehr sicher und stabil. Dafür sorgen GPS- und Hindernissensoren an der Vorderseite sowie Positionssensoren an der Unterseite. Im manuellen Modus hingegen sind die Sicherheitssensoren deaktiviert. Hier hat der Pilot volle Kontrolle. Deshalb sollten den Modus aber nur erfahrene Drohnenkenner nutzen. Als dritte Option gibt es den Sportmodus. Der vereint Dynamik und Sicherheit. Egal welchen Modus du wählst, eine Notbrems- und Schwebefunktion ist immer verfügbar. Verliert die Drohne ihr Signal, kehrt sie zudem automatisch an den Startpunkt zurück. Das passiert auch bei leerem Akku. Der hält übrigens leider nur rund 12 Minuten durch, was für FPV-Drohnen aber ein guter Wert ist. Die Ladezeit liegt bei etwas über 50 Minuten. Die DJI FPV überzeugt zudem mit einer tollen Übertragungsqualität. Im Gegensatz zu analogen FPV-Drohnen ist diese nämlich digital und in HD. Das serviert dir ein klares und störungsfreies Bild ohne Verzögerung. Auch die Videoqualität kann sich sehen lassen. 4K mit 60 FPS sind kein Problem. Zudem ist das Material gut stabilisiert. Bei wilden Manövern kann sich das Kamerabild aber etwas bewegen. Übrigens, will deine Begleitperson mitschauen, kann sie das Handy einfach mit der FPV-Brille verbinden. Dabei hilft die DJI Fly App. Die Reichweite der DJI beträgt in Deutschland 6 Kilometer. Du darfst die Drohne allerdings nur in Sichtweite fliegen. Zudem brauchst du einen Drohnenführerschein, eine Plakette auf der Drohne und eine Versicherung. Und wie viel kostet das Ganze? Das Standardpaket mit Drohne, klassischem Controller, Brille und einem Akku bekommst du für rund 1400 Euro. Mit allem anderen Zubehör kommst du auf fast 1800 Euro.